Und euch da draußen, willkommen zu einer Partie Sid Meier's Civilization 6. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Und hier habe ich schon unendlich viel Zeit reingesteckt. Und ich wollte auch gerne mal das Ganze aufnehmen, wie ich denn hier so spiele. Natürlich auf Gottheit, auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad. Und wir spielen mal Mischen, finde ich immer ganz nett von der Karte. Kartengröße klein ist in Ordnung. Und wir machen mal das hier noch an, den Tech- und Ausrichtungsmix-Modus. Das ist noch ein bisschen schwieriger, das erkläre ich euch alles mal so ein bisschen auf dem Weg, wer es gar nicht kennt. Katastrophenintensität machen wir auf 3, was es auch nicht ganz so selten ist. Hier stellen wir nur noch ein, dass es auch doppelte Anführer oder auch doppelte Zivilisationen geben kann. Wir werden auch irgendeine zufällige Zivilisation spielen. Das macht mir ja nicht am meisten Spaß. Und auch die ganzen Gegner werden zufällig sein. Wir werden also nicht am Anfang wissen, gegen wen wir spielen. Ja, und ich würde sagen, wir starten einmal. So, also Daumen drücken, wenn wir jetzt hier erwischen. Das wird das Spannende jetzt sein. Mal gucken. Von den ersten Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe, von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Königin Dido, Mutter von Karthago. Euer Leben lang habt ihr großen Gefahren ins Auge geblickt und sie durch euren Scharfsinn und euren Verstand überwunden. Überall dort, wo Wellen ans Ufer schlagen, wachsen eure Städte empor. Die Meere sind eure Straßen, der ferne Horizont ist euer Schicksal und eure Zuflucht. Okay, wir spielen das Phönizische Reich. Dido, das liegt mir auf alle Fälle, weil ich gerne mit Häfen spiele und dieses Croton, wie auch immer es genau ausgesprochen wird, ist auch ein bisschen schneller im Bau. Ja, und was gibt es hier noch für Eigenschaften? Also die ursprüngliche Hauptstadt verlegen, habe ich glaube ich auch noch nie gespielt oder noch nie gemacht, dass sich das wirklich mal gelohnt hat. Plus ein Handelswegkapazität für das Regierungsplatzgebäude und den Regierungsplatzbezirk, okay. Plus 50% Produktion für Bezirke in der Stadt mit dem Regierungsplatz. Also den sollten wir uns gut überlegen. Wahrscheinlich in der eigentlichen Hauptstadt auch. Wir haben sofort das Horeca für die Schrifttechnologie, Küstenstädte, die von den Phöniziern gegründet werden und sich auf dem gleichen Kontinent wie die phönizische Hauptstadt befinden, sind zu 100% loyal. Das ist gut. Wenn wir vielleicht unter Druck geraten, wenn da andere Spieler in der Nähe sind. Gut, und noch so ein paar andere. Die Siedler haben plus 2 Sichtweite vor allen Dingen. Und die kann man besser für das Wassern und Ausschiffen, das ist gut. Also die sind einfach ein bisschen schneller unterwegs. Und wir haben eine spezielle Marineeinheit, die Bireme. Ich glaube, sie ersetzt die Quadrireme. Das ist, glaube ich, ein Fernkampfschiff. Ja, und ich würde sagen, wir starten einmal. Daumen drücken für eine gute Karte. So, ich habe noch mal kurz gecheckt, ob mit dem Sound alles passt, aber jetzt geht's wirklich los. Ich hoffe, ihr drückt noch die Daumen für einen guten Start. Möglichst an der Küste wäre gar nicht so schlecht. Ja, also vielleicht auch viele Inseln. Wir müssen gar nicht so auf dem Kontinent sein. Ja, vor allen Dingen nicht im Inland. Wir wollen viele Häfen bauen. Los geht's. Okay. Also, das Horeca für die Schrift, für den Wissenschaftsbaum haben wir und wir sind an der Küste. Wir haben ein paar Berge und wir haben auch den Außenhandel. Also wir haben auch schon einen zweiten Kontinent entdeckt. Gucken wir mal kurz. Der scheint hier zu sein, also hinter dem Berg hier. Das ist der zweite Kontinent. Und wir hatten ja den Vorteil, dass Städte auf dem gleichen Kontinent Vorteile bringen, bezüglich der Loyalität und ich glaube auch andere Vorteile, müssen wir nochmal schauen. So, aber was haben wir hier für eine Startposition? Wir machen mal die Siedlerlinse an. Dort, wo es dunkelgrün ist, ist es am besten zu siedeln.
Und gut wäre auch, hier scheint ein Fluss zu sein. Ja, wenn wir unseren Hafen ja auch irgendwie bauen könnten. Und ja, was möchte man haben? Man möchte natürlich Wald in der Nähe haben. Man möchte solche Bonusressourcen wie Vieh haben. Das ist alles gar nicht so schlecht. Ich würde vielleicht sogar hier starten wollen. Vielleicht ist das ein guter Punkt hier. Jetzt mal den Pin hier. Für unsere Stadt. Dann hätten wir hier Vieh in der Nähe. Hier ist ein Sumpf. Hier haben wir auch einen Hügel. Einen Fluss sind wir ja auch noch dran. Und wir könnten dann hier vielleicht den Hafen hinsetzen. Das gibt ein bisschen Vorteile, wenn wir da starten. Ja, ich werde nicht alles jetzt am Anfang versuchen zu erklären. Erstmal vielleicht ein bisschen zu spielen. Und ihr werdet dann schon merken, wie der Hase hier läuft, wenn ihr es gar nicht kennt. So, wir starten einfach mal hier hin. Oh Gott, hier ist Wüste. Wir ziehen mal vielleicht auch hier weiter. Können wir gar nicht sehen, weil der Wald hier im Weg ist. Okay. Also, was haben wir hier? Also, wir haben Columbia, den neuen Kontinent entdeckt, und Avalonia, ja? So heißen die Kontinente. Ich glaube, das ist zufällig. Und wir haben als erste den Kontinent Avalonia ja betreten, kriegen gleich 4 Zeitalterpunkte. Okay. Technikbonus für die Schrift, genau, und Ausrichtungsbonus für den Außenhandel. Wir müssen noch den Technologiebaum, da müssen wir noch was auswählen. Ja, und das ist dieser Mix, den ich hier eingestellt habe. Wir wissen nicht so richtig, wie das Ganze hier abläuft. Wir sehen nur den ganzen Fortschrittsbaum, den wir nach und nach freischalten müssen. Und wir haben, wie gesagt, als Vorteil für die Phönizier, wissen wir, wo die Schrift ist. Ein ganz wichtiges Gebäude, nämlich den Campus. Und wir brauchen ja hier auch die Tierzucht für das Vieh. Vielleicht sollten wir dann auch direkt dort einfach mal hingehen. Und für den Ausrichtungsbaum, ja, den Ausrichtungsbaum, wie nennt man den? Das ist der Technologiebaum und das ist der Ausrichtungsbaum, okay, den wir durch Kultur freischalten oder schneller freischalten. Da ist der erste E-Gesetz, die Gesetzgebung, und hier hatten wir auch schon Heureka. Dann wissen wir auch, wo es ist. Wir haben einen zweiten Kontinent entdeckt, ohne dass wir dafür was getan haben. Und wir erhalten hier die Gesetzgebung. Gut, ich würde sagen, eine Runde weiter. Die erste Runde ist geschafft. Bitte warten und weiter geht's. So, ja, wir ziehen hier planmäßig dorthin, wo ich die Stadt gründen möchte. Ich sehe auch keinen anderen Grund, warum nicht hierhin. Ja, unser Siedler hat ein bisschen mehr Sicht, das ist echt gut. Und hier haben wir noch Trüffel, ein Luxusgut, ganz wichtig für die Annehmlichkeiten, dass sich unsere Bevölkerung dann wohlfühlt. In der nächsten Runde können wir die Stadt dann gründen. Und wir ziehen mal, ich würde sagen, hier weiter. Hier scheint Wüste zu sein. Oh, okay, und ein Vulkan und auch ein geothermischer Riss. Ja, kommen wir später vielleicht zu. Ich erkläre es alles mal so ein bisschen weiter, was hier soweit ist, wie das ganze Spiel abläuft. So, noch eine Runde weiter. Und jetzt gründen wir die Stadt. Pin kann weg. Wir gründen hier die Stadt am Süßwasser. Ich zeige es nochmal. Das hat Wohnraumvorteil. Hier steht schon, wenn wir im Süßwasser die Siedlung gründen, haben wir plus 3 Wohnraum. Das ist wichtig. Los geht's. Und ja, das nächste Heureka, weil wir eine Stadt an der Küste gegründet haben. Dafür gibt es dieses Heureka. So. Ja, gucken wir uns gleich. Wir können gleich die Produktion einstellen. Wo gehen wir mit dem Krieger hin? Hier vielleicht nicht weiter. Hier ist gleich noch ein Hügel. Da ist auch eine Wüste. Wir gehen vielleicht noch mal kurz hier unten um den Vulkan gucken. Ah, okay, hier ist auch zu Ende. Also wir sind hier so ein bisschen begrenzt. Hier vor allen Dingen die Wüste. Also wir müssten vor allen Dingen dann, wenn wir dann expandieren, hier weiterziehen. So, unser erster Bürger arbeitet hier. Das ist nicht schlecht, weil das sind die Nahrungsfelder, 3 Nahrung, das ist eine ganze Menge. Hier wäre zwar ein Produktionsfeld, da würden die Sachen in der Produktion ein bisschen schneller bauen, aber Nahrung ist gut, um neue Bevölkerung zu bekommen. In 5 Runden
So steht es hier planmäßig da. Also wir haben eine Bevölkerung besteht aus 1 und in 5 Runden würde dann der zweite Bewohner hinzukommen. So, Produktion müssen wir noch einstellen und ich fange eigentlich gern mit einem Speer an, damit wir hier das noch ein bisschen auskundschaften können. Geht relativ schnell und wir können uns ein bisschen hier umschauen und das sollten wir auch tun. Vor allen Dingen, wenn die KI-Gegner uns hier zubauen wollen, wäre das ganz wichtig. Gut, also der Start, die Startposition, ja, sie ist nicht optimal, weil hier die Wüste ist, aber wir haben gute Felder hier in der Nähe. Ja, ein bisschen Wälder, da können wir später Sägewerke drauf bauen. Das ist erstmal nicht schlecht. So, eine Runde weiter. So, unser Krieger zieht mal wieder zurück, schaut sich vielleicht hier noch mal kurz nach oben da um, wie es hier weitergeht. Keine KI-Gegner zunächst in Sicht, das ist gut, weil die haben wahnsinnige Vorteile. Wir spielen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, die würden uns einfach überrennen. So, nächste Runde, nichts weiter zu tun. Wir ziehen hier noch ein bisschen weiter. Gut, dann können wir uns vielleicht noch mal die Vorteile bisschen genauer anschauen. Also die Bireme ist also auch leicht zu bauen am Anfang in der Antike, wenn wir es freischalten. Ach, es ersetzt doch die Galeere. Die Galeere ist ein Nahkampfschiff. Erhöhte Kampfstärke und Fortbewegung. Und Händler können nicht geplündert werden. Okay. Ein Coton ersetzt den Hafenbezirk. Ist günstiger im Bau, das ist wichtig. Genau, und 5, plus 50 Produktion für Marineeinheiten und Siedler in dieser Stadt. Ah, okay. Also wenn wir so einen Hafenbezirk, den Spezialbezirk bauen, dann werden unsere Siedler auch schneller gebaut. Und alle verwundeten Marineeinheiten innerhalb der Stadtgrenzen regenerieren ihre volle Gesundheit. Okay, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Gut, dann spielen wir weiter. So, einmal hier mal hier noch hinschauen. Aber hier ist wirklich langweilige Wüste. Hier sind Klippen, da ist anscheinend auch Wasser. Ja, vielleicht ziehen wir mit dem Krieger hier noch weiter und der Speer sollte dann hier noch ein bisschen sich umschauen. Aber das sieht auch so aus, als wenn hier fast alles zu Ende ist. Zweiter Bürger in 2 Runden. Weiter geht's. Okay, dann schauen wir uns hier noch ein bisschen weiter um. Ja, hier ist wieder Küste tatsächlich. Hier war der neue Kontinent. Okay. Da vorne ist Dschungel mit Bananen. Das sieht wieder ganz gut aus. Also hier sehr langweilig. Da oben, hier auch mit den Bergen, sieht das ganz gut aus. Und eine Runde weiter. So. Ja, also der Start, da ist noch nicht so viel zu tun, aber die Runden werden deutlich länger dauern. Da oben steht die Runde 8 von maximal 500, dann ist das Spiel vorbei. Und hier scheint ein Wunder zu sein. So viele Erträge, also das sind 2 Nahrung, 2 Produktionen, 1 Wissenschaft und 1 Glauben. Da ist irgendein Naturwunder. So, und unser zweiter Bürger ist da. Und ist auch auf dem Nahrungsfeld. Das ist gut, da kriegen wir auch bald den nächsten. So, meine Nachbarn hämmern hier wie wild auf einmal. Weiß nicht, ob das hier so durchkommt durchs Mikro, muss ich mir gleich mal anhören, ob das zu sehr stört. So, und nächste Runde. Ja, Speer in 5 Runden fertig. Das dauert noch ein bisschen und ich würde sagen, wir gucken uns mal das Naturwunder an. Da sind wir noch näher dran. 3 Nahrung, 2 Wissenschaft und 2 Glauben. Ja, ich weiß nicht, welches Wunder, Naturwunder das ist. Bietet auch verschiedenste Vorteile. Gucken wir uns alles später an, wenn es entscheidend wird. Und weiter. So, noch einen Schritt hin. Dann haben wir das Naturwunder auch entdeckt. Es war eine fantastische Landschaft, da überall Felsen in den seltsamsten Formen in scheinbar unmöglichen Formationen standen, einige auf oder nebeneinander, als würden sie sämtliche Gesetze der Schwerkraft brechen. Okay, ich versuche es nicht auszusprechen. Ich kenne es persönlich nicht, muss ich sagen, wo das genau liegt. Und wir haben wieder ein Heureka, weil wir ja, dieses Naturwunder entdeckt haben. Heurekas, wie gesagt, hier zu finden. Da kann man die heilige Stätte
finden wir also hier, wenn wir die bauen wollen, wenn wir auf Religion gehen wollen, was jetzt nicht zu der Zivilisation am besten passt, aber hat auch gewisse Vorteile. Ja, auf alle Fälle, hier wollen wir unbedingt hier mal siedeln. Da sieht es gar nicht so schlecht aus, wenn wir hier eine Siedlung bauen würden. Scheint ja auch am Fluss zu liegen. Wäre das nicht schlecht, alternativ natürlich hier drüben irgendwie an der Küste. Aber hier unten ist die Wüste, ist ein bisschen langweilig. Hier sind wir mittendrin mit richtig guten Erträgen. Okay, so, Naturwunder haben wir entdeckt. Und wir haben Zeitalterpunkte, wir haben schon eine ganze Menge Zeitalterpunkte. 4 durch den als erster diesen Kontinent entdeckt und weitere 3 eben für das Naturwunder. Dunkles Zeitalter, in 31 Runden würden wir von der Antike in die Klassik wechseln und dann wird abgerechnet, je nachdem wie viele Punkte wir haben, landen wir in einem dunklen, normalen oder goldenen Zeitalter. Wir haben schon 7, die Chance ist also groß, dass wir in einem normalen Zeitalter landen. Okay. Ja, nichts weiter zu tun. Wir haben hier kaum Produktion, was aber erstmal nicht schlimm ist. Erstmal möglichst viele Bürger zu haben. Hier arbeitet einer und hier arbeitet einer. Sieht man in dieser Grafik. Und die arbeiten auch ganz gut. In einer Runde kommt das Feld noch dazu. Ist aber nicht wesentlich besser. Schauen wir mal. So. Da schauen wir uns hier noch einmal nach links weiter um. Einmal hier vielleicht so lang gucken. Was für ein gutes Feld hier, also unbedingt müssen wir hier siedeln. Aber keine KI, weit in Sicht, vielleicht hinter der Wüste. Und wir sollten vielleicht auch nicht so weit wegmarschieren. Unsere Hauptstadt ist sonst ein bisschen unbeschützt. So, ist hier noch alles in Ordnung? Ja, das Feld kam jetzt dazu, das sind unsere Grenzen. Ja, und weiterhin noch nicht so viel zu tun. Weiter geht's. Trauen wir uns noch einen Schritt weiter. Vielleicht gehen wir mal hier hin. Ja, alles sehr schöne Erträge. Viel Wald, viel Dschungel, das ist gut. In einer Runde haben wir die Tierzucht freigeschaltet. Dann sehen wir auch, wo Pferde sind. Eine wichtige strategische Ressource. Und ja, in einer Runde haben wir auch den Speer. Und dann haben wir ein bisschen mehr zu tun. Wenn es im Himmel keine Hunde gibt, dann möchte ich, wenn ich sterbe, dorthin kommen, wo die Hunde sind. Okay. So, also Pferde haben wir entdeckt. Mal gucken, ob wir die hier irgendwo sehen. Nicht in der Nähe, keine Pferde hier bei uns. Das ist schon mal nicht so gut, aber auch nicht ganz so tragisch. Wie gesagt, wir wollen uns vor allen Dingen auf die Marine hier stürzen. Wir gucken erstmal auf den Technikbaum, ob wir sofort auf den Campus gehen. Hier könnte man einen schönen Campus hinsetzen, da sind wenigstens 2 Berge in der Nähe. Ja, also das für die Einsteiger, das hatte ich auch ein bisschen zu tun mit diesen Bezirken. Das sind hier die wichtigsten Dinge, die man hier bauen kann. Ich setze einfach schon mal die Nadel, wie ich es mir vorstellen könnte. Ja, nicht hervorragend, hier könnte man auch eine heilige Stätte setzen, aber prinzipiell ist mir Wissenschaft immer sehr wichtig und die Campusbezirke oder Bezirke profitieren von ja, Nachbarschaftsfeldern, was die für Bonusse haben oder was sie für Eigenarten haben. Und beispielsweise hat der Campus den großen Vorteil, wenn er neben Bergen liegt, jedes Bergfeld gibt einen Punkt. Und das heißt, dieser Campus, der ist von 2 Bergen begrenzt, hätte also einen Nachbarschaftsbonus von 2. Hier dieser geothermische Riss, der bringt sogar einen Nachbarschaftsbonus von 2. Und wenn wir also zum Beispiel hier den Campus hinsetzen würden, dann hätten wir 1, 2 für die Berge und noch 2 weitere für den geothermischen Riss. Und vielleicht ist hier sogar noch was weiteres. Ja, also so prinzipiell würde das funktionieren. Die heilige Stätte könnten wir zum Beispiel hier hinbauen oder hier hin. Ja, vielleicht ein bisschen weiter weg vom Vulkan, nicht hier hin. Vulkan zerstört immer was, wenn er ausbricht. Den könnten wir hier bauen und hätten hier ja gar nicht so viel, weil nur ein Berg dabei ist, aber 2 Wälder zusammen bringen noch einen zweiten Punkt. Also der hätte auch einen Nachbarschaftsbonus von 2. Hier oben sind noch mehr Berge, aber so wäre vielleicht so ein Anfang, weil das hier erstmal setzen. So, unser Speer guckt sich hier noch ein bisschen hier drüben um. Hier würden wir prinzipiell wahrscheinlich unsere zweite Stadt hinbauen, da oben vielleicht dann die dritte.
Ich habe ein bisschen Angst, hier noch weiter zu ziehen. Die Neugier ist schon groß, was hier oben noch ist. Trauen wir uns. Wir gehen mal noch einen Schritt. Okay. Einfach, weil auch keine KI-Gegner hier in der Nähe sind. Ich hoffe, hier kommt von hier nichts mehr. Das scheint hier wirklich ein Fluss zu sein. Von da werden sie wahrscheinlich kommen. Also jetzt sollten wir uns aber spätestens dann gleich auf den Rückweg machen. So, neue Forschung müssen wir auswählen. Wir haben ja gerade nochmal geguckt. Ja, Bergbau. Ich würde, glaube ich, wirklich auf den Campus gehen. Wir haben so eine Nachteile und je mehr Wissenschaftspunkte wir generieren, desto schneller kommt man ja auch durch den Forschungsbaum und Forschung ist absolut wichtig. Also probieren wir es mal damit. So, gleich kommt auch der dritte Bürger. Monument. Ist eigentlich dann das nächste Mittel. Krieger, Schleuderschütze wären die Alternativen. Ich würde mal aufs Monument gehen. Das bringt Einkultur erstmal und wenn wir maximale Loyalität haben, noch einen zweiten Kulturpunkt und damit kommen wir ja auch bei diesem Ausrichtungsbaum ein bisschen schneller voran. Und das ist also als zweitwichtigsten dann oder ja, genauso wichtig, da auch gut voranzukommen. Und deswegen wähle ich mal das aus. Okay, dann eine Runde weiter. So, wir gehen hier zurück, wie angekündigt. Ich habe genug gesehen fürs Erste. Sonst, ja, droht uns Gefahr, weil wir hier überrannt werden. Dann bin ich froh, wenn der Krieger wieder hier ist. So, wir schauen mal weiter mit dem Speer. Haben wir noch kein Bonusdorf zum Beispiel entdeckt. Der Speer ist ein bisschen schneller als der Krieger, aber auch nur auf Flachland. Also hier könnten wir gleich 3 Schritte gehen. So, unser dritter Bürger ist da. Und wir haben 6 Wohnraum. Ja, ich glaube, wir lassen den auch hier. Das wäre natürlich ein optimales Feld hier. Warum die KI das Feld hier gar nicht haben möchte. Das möchte anscheinend die Bonusressource hier mitnehmen. Aber das Feld wäre ja noch viel cooler hier. 2 Nahrung, 3 Produktion. Das wäre eigentlich optimal. So, was ist hier? Ein Sandsturm kommt von hier drüben. Ah, der vielleicht gerade was gesteigert. Also der steigert diese Erträge auf diesen Feldern hier. Aber in der Wüste ist eh nicht viel los. Das ist auch ein super Feld hier. Also das, da haben wir keinen so schlechten Start erwischt. So, weiter geht's. Ah. So, unser erster Stadtstaat, den wir erkennen. Das ist kein Gegner. Das sind unabhängige... Ja, Stadtstaaten, die wirklich nur aus einer Stadt bestehen. Wir bestehen hoffentlich bald aus mehreren Städten. Der ist hier auch in der Nähe. Das ist auch gut, weil der breitet sich hier nicht aus. Und das heißt, hier ist kein KI-Gegner. Und wir sollen für Gesandte noch einen Speerkämpfer ausbilden. Das sind alles so Bonusse. Ich versuch's, wie gesagt, Schritt für Schritt zu erklären. Wir sind nicht der Erste, der diesen Stadtstaat oder die erste Zivilisation, die diesen Stadtstaat entdeckt. Das heißt, irgendwo hier hinten wird noch eine andere Zivilisation sein. Ich gucke gerne auf den Bonus. Das ist ein Religionsstadtstaat. Der hat alle Aposteleinheiten, können sich eine mögliche Beförderung aussuchen. Ja, also wenn wir auf Religion gehen, ist noch nicht gesagt, dass wir es nicht tun, dann ist dieser Bonus hier gar nicht so schlecht. Okay, und wir, jetzt behindert er dieses Feld hier so, aber wir gehen einfach mal ein bisschen entgegen. Ja, hier tatsächlich ist hier ein Fluss. Flüsse sind auch gut für die Stadtgründung. So, und hier geht es auch weiter zurück. Ja, und ich würde sagen, für die ersten Minuten reicht es erstmal. Ich schaue mal, ob mit der Technik hier alles funktioniert hat. Und dann geht es beim nächsten Mal weiter.